Once again, back is the incredible JGG am Start. Heute wieder mit Way JBB 2000. Was ganz anderes, Freunde. Was ist denn mit euch eigentlich los, ne? Ich war jetzt hier gestern, habe ich eine Umfrage gemacht auf YouTube hier in meiner Community, ne? Und hab so gedacht, Alter, SSIO, geil, Alter. SSIO, die feiern's, geil, Alter. CBO! Und was sehe ich da? Was ist denn das? Was ist denn das? Habt ihr ein Chromosom zu viel? Freunde, das ist doch hier nicht, das ist doch nicht die Possibility. Aber ohne Spaß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mucke analysieren würde, auf die ich prinzipiell keinen Bock habe und es nur euch zuliebe mache, da gibt's schon immer mal wieder sowas, ne? Dann wäre SSIO so einer, würde ich sagen, okay, scheiß drauf, ne? Aber da ich SSIO so krass feier und da ist auch, wie ich gestern in den Kommentaren unter meiner SSIO-Analyse gesehen habe, dass es da auch schon welche gibt, die das feiern und die da Bock drauf haben, werde ich auf jeden Fall noch SSIO-Analysen machen. Aber beruhigt euch, Freunde, ja? Das heißt nicht, dass ich weniger JBB machen werde oder so, ne? Aber ja, ne? JBB mache ich schon, aber es wäre schon schön, wenn es auch noch irgendwas anderes gäbe, was euch interessieren würde. Sag doch mal was! Außerhalb des JBB-Kosmos. Ich hab Bock darauf und ich ziehe durch, als würde ich struff eine Nase Koks rotzen. Ich ziehe durch, verlasst euch drauf, aber trotzdem, da muss es doch irgendwo noch was geben, Freunde, was euch auch interessiert. Das hier wird ja wohl doch ja nicht. Und heute machen wir... Was machen wir denn heute eigentlich? Ah, Cassius Clay gegen TBJ Bay. Ja, geil. Zu Cassius Clay habe ich ja auch schon die ein oder andere Analyse gemacht. Cassius Clay ist für mich auf jeden Fall einer, der es komplett verstanden hat, der mega gut ist, der gute Hooks schreiben kann, der gute Flows hat, der ist Vollblut-Rapper, so, da braucht man gar nichts dazu sagen. Und trotzdem ist er nicht immer mein Geschmack. Aber wir werden sehen, was hier jetzt auf uns zukommt. Bezüglich des Battles müsst ihr mir auch mal sagen, Smiles versus Taylor, Leute. Da haben auch ein paar geschrieben, von wegen, ich soll das überspringen, ne? Und soll ich das wirklich überspringen oder was soll ich denn damit machen, Alter? Ist es wirklich so irrelevant und so scheiße, dass ich es mir nicht angucken muss? Sagt mal was dazu. Boah, was eine Informationsflut hier zu Beginn dieses Videos. Einfach unbelievable. Wir legen los mit Cassius Clay. Grüße gehen raus, mi friendo. Und, ach so, ganz kurz. Ich ziehe mir es wieder so rein, wie ich es vorher gemacht habe. Also ich meine, es haben zwar ein paar Leute gefeiert, dass ich mir die Runde einmal erst komplett angeguckt habe und dann nochmal so danach analysiert habe. Aber das Argument, dass ich dann meine First Reaction oder dieses Stopp-Drücken und so aus dem Affekt heraus reagiere, fällt dann halt komplett weg. Und dieses Argument ist so stark für mich, weil es mir auch selber so einen Spaß macht, halt irgendwie direkt Stopp zu drücken und was dazu zu sagen, ne? Und deswegen, Freunde, werde ich das wieder so machen, wie gehabt. Also, Cassius Clay, JBB 2000, Fibir 10, let's do it! Tag, Freunde. Hallo. Wir hatten ein paar Probleme mit unserem Video, deshalb machen wir das Ganze jetzt etwas provisorisch. Ist aber ja... Provisorisch, also profisorisch, oder? Wir hatten ein paar Probleme mit unserem Video, deshalb machen wir das Ganze jetzt etwas provisorisch. Ist aber ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, denn wird das Battle etwas ausgeglichener. TJ hat noch eine kleine Chance. Schauen wir mal. Viel Spaß. Cash ist der King, Numero Uno, Top-Favorit auf King-Titel-Jagd. Und das klingt so arrogant, aber ich sebe nicht ab, solange alles stimmt, was ich sage. Stabiler Einstiegsflow, Alter. Favorit auf King-Titel-Jagd und das klingt so arrogant, aber ich sehe nicht ab, solange alles stimmt, was ich sage. JBB-Kiddies wollen wissen, ob ich dieses Jahr mein Niveau halte. Denn wenn ja, dann ist für jeden meiner Gegner in der Runde gegen mich unausweichlich das vorzeitige Ende da. Ich beende. Ja, krasser Flow. Also der Einstieg und danach auch diese Double-Time-Flow, wie er den Beat beherrscht, auf jeden Fall. Gebe ich dafür einen Punkt, auch wenn ich bis jetzt noch keine krasse Punchline raushören könnte. Aber ja, ich bewege mich ja natürlich auch da stets voran und nehme mir eure konstruktive Kritik immer zu Herzen und werde da auch ein bisschen mehr die Flows und so belohnen. Und das ist auf jeden Fall schon krass. Was mich aber ein bisschen stört, ich meine, ist auf jeden Fall, dass die Aufnahmequalität von ihm irgendwie komplett dumpf klingt so. Und am Beat, finde ich, ist die Snare, die da drunter liegt, ne, ist ein bisschen zu soft irgendwie. Die streichelt eher so, anstatt dass sie reinfickt. Aber das ist Kritik auf einem anderen Dampfer. Jetzt machen wir weiter. Niveau halte, denn wenn ja, dann ist für jeden meiner Gegner in der Runde gegen mich unausweichlich das vorzeitige Ende da. Ich beende gerade die Existenz eines Rappers, der mit beinahe 30 noch Online-Turniere macht. Sie ist als Ehre, dass du den finalen Schlag von mir kassieren darfst. Props an dich, TJ, sag was. Glaubst du, was du hier noch... Ja, Flow, krass. Turniere macht. Sie ist als Ehre, dass du den finalen Schlag von mir kassieren...
Die Existenz eines Rappers, der mit beinahe 30 noch Online-Turniere macht. Sie ist halt Ära, dass du gegen mich alle von mir kassieren, das Props an dich zieht, er sagt was. Glaubst du, was du hier noch mitnimmst und dreimal dabei, obwohl keiner dich mag und du steigerst dich nicht, doch bist diesmal im Turnier. Denn Julian verdoppelte die Teilnehmerzahl, als allein ist das obwohl keiner dich mag und du steigerst dich nicht, doch bist diesmal im Turnier. Denn Julian verdoppelte die Teilnehmerzahl, als allein ist. Ja, geil, er sagt, du bist nur beim Turnier dabei, weil Julian die Teilnehmerzahl verdoppelt hat. Es ist von den Punchlines her, es sind eher so persönliche Trigger und Fronts, sage ich mal, die ihn auf einer persönlichen Ebene treffen sollen mit den 30 Jahren und so und dass sich keiner für ihn interessiert und nur weil Julian die Teilnehmerzahl erhöht hat, ist er dabei. Das sind so die Fronts und die Angriffe, die ich raushören kann. Ansonsten keine geilen Punchlines so, aber Flow ist schon echt ziemlich krass so, ne? Das ist auch bei so Halftime-Beats, sage ich mal, oder bei Beats, die jetzt irgendwie auf einer langsameren BPM-Zahl laufen, in einer langsameren Geschwindigkeit, da ist es schon so, dass man natürlich viel mehr Space auf dem Beat hat, ne? Das heißt, man hat viel mehr Silben zur Verfügung und man hat viel mehr Platz für Flows, für Pausen, für verschiedene Varianten, für andere Kreationen und deswegen ist es natürlich da auch schon schwer, so einen prägnanten, geilen Flow zu finden. Das ist ähnlich wie bei einem Thema, was scheinbar total einfach ist. Ich nehme immer als Beispiel meine FIFA-Songs so, ne? FIFA, das Thema ist so groß, da kannst du 1 Milliarde Zeilen drüber schreiben, aber das Können daran ist, gewichtige, die richtigen Zeilen zu kicken. Und so ist auch der Flow von Cassius Clay hier so. Er hat eine riesen Auswahl, aber er pickt sich einen sehr, sehr guten Flow. Obwohl keiner dich mag und du steigerst dich nicht, doch bist diesmal im Turnier. Denn Julian verdoppelte die Teilnehmerzahl. Nein, ist das arm, aber du hast ja mit Style echten Reimketten aufsehen erregt. Doch auch 400 Mal auf das Gleiche zu reimen ist technisch nicht krass, denn die Aussage fehlt, du Lutz. Ja, Aufsehen erregt, aber 400 Mal auf das Gleiche zu reiben, das tapatatapata. Er hat bei mir wirklich Aufsehen erregt, TJ, weil TJ für mich ein außergewöhnlich guter Reimer und Techniker ist, muss ich wirklich an der Stelle nochmal sagen. Deswegen, der Front greift für mich ins Leere, weil TJ reimt halt nicht 100 Mal das Gleiche. Es ist so ein versuchter Front von Cassius Clay, ihm zu sagen, ey, du reimst zwar krass, aber sagst immer nur das Gleiche. Fand ich jetzt nicht. Und TJ hat auch eine ausgeprägte Wortwahl. Das heißt, er nimmt Wörter, die jetzt nicht unbedingt so im primitiven Sandkasten bei den Kindern nebenan auf der Gas liegt, sondern da sind irgendwie gewichtigere Wörter dabei, die einen Text schön schmücken und mich deswegen umso mehr unterhalten wie das Arbeitsamt. Seine Clips sind ein Reh, doch auf 400 Mal auf das Gleiche zu reimen. Ist technisch nicht krass, wenn die Aussage fehlt, du Lutscher. Riss deine Clips und dein Handycam. Ich weite Sponsors kein Ding, denn du machst mit der rosanen Seconds and Leggings auf Patrick Bang. Du solltest statt dein... Dreh deine Cam. Auch geile Flow-Passage. Cam. Ich weite Sponsors zu reimen. Ist technisch nicht krass, wenn die Aussage fehlt, du Lutscher. Riss deine Clips und dein Handycam. Ich weite Sponsors kein Ding, denn du machst mit der rosanen Seconds and Leggings auf Patrick Bang. Mit der Handycam, ich beite Spongebob, der kein Ding, denn du machst mit deiner rosanen Leggings auf Patrick Bang. Ist auch auf jeden Fall gut, gefällt mir auch der Flow. Ich hätte es geiler gefunden, drehst du die mit der Handycam. Da-ba-da-da-ba-da-dampi-dam. Du denkst, da-ba-ba-Eminem. Aber du siehst aus wie Kelly Fam. Hätte den Flow durchgezogen, hätte ich mega gefeiert, aber so ist auch geil. Du solltest statt deine Runde zu schreiben, paar Liter kein Ding, denn du machst mit der rosanen Seconds and Leggings auf Patrick Bang. Du solltest statt deine Runde zu schreiben, paar Liter Bacardi auf Ex auf dem Weglaufen, Battle Miss Nays. Seit du mir besoffen das Ohr abgekaut hast, hat Plex auf dem Slay. Ist deine Schwester gefickt und das ist kein Scherz. Nein, ich mein's ernst, auch wenn ich das nicht... Das ist zu stark, ne? Das ist so, ich weiß es nicht, natürlich dieses, ey, der hat deine Schwester gefickt, das sind auch immer so Fronts, die man 100 Mal in irgendwelchen Battle-Runden hört und 99 Mal sind es Luftangriffe, heiße Luft, scheiße. Aber keine Ahnung, wenn es wahr ist, ist es natürlich hart, dann ist es natürlich auch schön, das zu sagen und als Angriff zu nehmen und als Front, ne? Aber es dann einfach nur zu sagen, er hat deine Schwester gefickt, das weiß ich nicht. Vielleicht hätte man stilvoller und irgendwie besser verpacken können, aber trotzdem ist es gut. Und der Flow ist auch echt krass, weil er packt schon viele Flow-Variationen dazu. Und jede neue Flow-Variation, die er dazu packt, ist eigentlich komplett geil. Das hat deine Runde zu schreiben, paar Liter Bacardi auf Ex auf dem Weglaufen, Battle mich nicht. Du sollst eine Runde zu schreiben, ein paar Liter Bacardi auf Ex auf dem Weglaufen, da battle mich nicht. Du mir besoffen das Ohr abgekaut hast, hat Plex auf dem Slash deine Schwester gefickt. Ja, das ist schon auf jeden Fall. Während du mir bleibst besoffen. Das ist auch bei so einer Runde, ist es für mich echt schwer, das nachzurappen. So, normalerweise wisst ihr ja, ich höre eine Runde einmal oder höre halt Zeilen einmal und kann, hab sie eigentlich ziemlich schnell aufgeschnappt. Aber bei ihm, das ist halt. Diese Halftime-Beats und diese Double-Time-Flows und tralala, das ist unbedingt nicht so meine Welt, so, ne? Aber ich kann trotzdem hier komplett meinen Hut ziehen, wie damals beim Hitlergruß.
Und das ist kein Scherz. Nein, ich mein's ernst. Auch wenn ich jetzt auch, und das ist kein Scherz. Nein, ich mein's ernst. Ist zwar kein guter Reim so unbedingt, aber der ist ein guter Reim, aber kein krasser. Aber es ist als Einstieg für die nächste Zeile komplett geil geflowt. Das Ohr abgekaut, das hat Drecks auf dem Slash deine Schwester gefickt. Und das ist kein Scherz. Nein, ich mein's ernst. Auch wenn ich das nicht sagen wollte, aber wir sind bald eine Familie. Er meint, wenn sie schwanger ist, werde ich Patenonkel. Ja, das ist, okay, das ist schon, das ist eine gute, da gibt's 2 Punkte für. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, doch wir sind bald Familie, da wird er dein Partner. Das ist schon gut, Alter. Dass ich sagen wollte, aber wir sind bald eine Familie. Er meint, wenn sie schwanger ist, werde ich Patenonkel. Auch hier schöne, Triolenflows. Da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auch wenn ich das nicht sagen wollte, aber wir sind bald eine Familie. Er meint, wenn sie schwanger. Aber wir sind bald deiner Familie. Er meinte, da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir sind bald deiner Familie. Schöner Triolenflow, Alter. Das ist kein Scherz. Nein, ich mein's ernst. Auch wenn ich das nicht sagen wollte, aber wir sind bald deiner Familie. Er meint, wenn sie schwanger ist, werde ich Patenonkel. Battle-Maschine, ich bring meinen Part und es scheint, dass dies der Mut verlässt. Deine Punches sind älter als du, Mann, weil Cheetah ein Beizer ist, wie Suarez. Ist der Mut verlässt, deine Punches sind älter als du, Mann, weil Tita ein Beiter ist, wie Suarez. Ich verstehe ihn leider akustisch nicht, aber die Zeile, ein Beiter ist wie Suarez, ist auch jetzt nicht unbedingt so krass weit hergeholt, aber ist geil. Battle-Maschine, ich bring meine Part und es scheint, dass dich hier der Mut verlässt, deine Punches sind älter als du, Mann, weil TJ ein Beiter ist wie, deine Punches sind älter als du, das ist eigentlich auch schon ganz nice. Ist TJ so alt oder was? Ich bin ja auch mit nicht mal 30 in der Midlife-Crisis. Ein Beiter wie Suarez. Suarez ist schon zweimal durch irgendwie Skandalbisse aufgefallen. Da hat er einmal gegen Edison Cavani bei irgendeiner WM oder so. Und irgendwo nochmal hat er jemand gebissen. Mit seinem Oberbiss. Tava, ich bin Luis Suarez. Kennen bestimmt nicht viele Luis Suarez. Oder kennen viele, aber es gibt bestimmt auch Leute, die keinen Fußball gucken. Und deswegen kennen sie Luis Suarez nicht. Luis Suarez ist ein begnadet guter Fußballspieler. Aber menschlich gesehen ein Arschloch so. Oder auf dem Spielfeld, so was das Persönliche betrifft. Und er hat halt zweimal schon seine Gegenspieler gebissen. Und deswegen zu sagen, ein Beiter wie Suarez ist eine gute Zeile. Finde ich aber für 2 Punkte zu viel. Aber in der Zeile davor sagt er, deine Zeilen sind älter als du. Das ist der nächste Angriff, der auch nicht so krass ist, aber gut. Deswegen gebe ich für diese Zeile 2 Punkte, Mensch. Jetzt kommt Hook, Cassius Clay, erwarte ich direkt, dass er irgendwas Cooles macht. Der Mut verlässt, deine Punches sind älter als du, Mann, weil Tita ein Beiter ist wie Suarez. Die Welt zeigt ein Pokerface, doch dieses Jahr bin ich am Zug und brauch um dich zu sagen, keine blind geplanten Business-Moves, kein Image-Dude. Rap sag ganz gut, aber fick nicht mit Cassius, ich warne dich. Dahinter sind Status als VBT-Veteran und deine ganze Erfahrung ist. Das ist auch immer, das ist immer sauschön so für eine Hook, ne? Wenn man erst low reinkommt, so die ersten 2 Zeilen so ein bisschen melodisch gestaltet, so ein bisschen soft, so ein bisschen irgendeine Melodie reinbringt und dann kommt man mit dann unterstreicht man das Ganze oder kommt so als Kontrast entgegen, so als Paradoxum, nennt man das so? Einfach als Gegensatz kommt man damit Gespitte entgegen. Finde ich, ist immer ein schönes Klangbild. Dieses Jahr bin ich am Zug und brauch um dich zu sagen, keine blind geplanten Business-Moves. Dieses Mal bin ich am Zug, blind geplanten Business-Moves. Enimmelst du? Rips war ganz gut, aber fick nicht mit Chess, ich warne dies. Da hilft auch dein Status als VBT-Veteran und deine ganze Erfahrung mit. Seit 1000 Jahren, aber keiner feiert, was du machst, sie sagen. CJ, bitte geh! In die Scheiße langsam satt und ich bin die neue Nummer 1 gegen Chess, ich gehen jetzt sämtliche Gegner K.O. Mach den Ton frei. Für die neue Generation. Für die neue Generat. Ja, das ist halt komplett dieser Trap-Flow, ne? Dieser Migos-Flow, ne? Dabat, wieder Triolen. Dabat. Hook auf jeden Fall krass, ne? Hook gibt auf jeden Fall von wo Melodien von dem Aufbau, wie ich ihn gerade gesagt habe, erst ruhig, dann aggressive, so auf jeden Fall feierbar. Plus noch gespickt mit guten Zeilen. Deshalb 2 Punkte für die Hook, lieber Cabacious Clabay. Motherfucker, da sind wir wieder bei den Worten, die sich unglaublich gut Double-Time lassen. Motherfucker, ich lade den Ballermann und baller dann auf alle Mann in deiner Bande, Bänge, deiner Mama vor der Kamera, der Kanada, Gamade mit der Garde, Mama ist back, es ist JG, der Boss und ich bin der krasseste Double-Time-Rapper. Mach den Ton frei für die neue Generation. Motherfucker, dieser Catch, es ist ein Internet-Idol und deine Kindergarten-Flows, gefakte Stim-Variation, du Fotze. Ich zerstöre MCs, erhöhe im JBB die Sterberate, denn dein Rap ist peinlicher als Case-Auftritt im Fernsehgarten. Alter, ich hab kein... Dein Rap ist feinlicher als Case Auftritt, sagt er K1 oder was? Meint er damit K1 im Fernsehgarten? Case Auftritt im Fernsehgarten. Dein Rap ist peinlicher als K1. Ich kenne den Auftritt leider nicht, aber ich kann es mir unglaublich peinlich vorstellen, deswegen gebe ich hier einen Punkt für. Respekt noch.
Rate, denn dein Rap ist peinlicher als Case-Auftritt im Fernsehgarten. Alter, ich hab keinen Respekt, doch ich hoffe, das stört. Lies nicht weiter, auch wenn ich das, als ich dich gerade Alter genannt habe, wird. Lies gemeint. Das ist überragend. Das ist voll geil, prägnant geflowt. Das ist ein guter, stört dich nicht weiter. Wörtlich gemeint hab. Das ist allein schon ein sehr prägnanter, gut betonter Reim. Und dann noch zu sagen, das mit dem Alter. Man sagt ja immer, ey, Alter ist wie so Digger, ist halt so ein Slangwort für Buddies oder so ein Ausdruckswort, was man halt am Ende seiner Sätze manchmal hängt und so, ne? Und es stört dich nicht weiter, dass als ich eben Alter gesagt habe, es wörtlich gemeint war. Gefällt mir richtig gut, Alter, Punkt. Das stört, lest nicht weiter, auch wenn ich das, als ich dich gerade Alter genannt habe, wörtlich gemeint habe. Komm dich besuchen in deinen Ü30-Clubs, wo du dann abkackst auf Speed. Yeah. Komm dich besuchen in deinen Ü30-Clubs, wo du dann abkackst auf Speed. Wörtlich gemeint hab. Komm, ich besuche in deinen Ü30-Clubs, wo du dann abkackst auf Speed. Yeah. Und dich zum Affen machst, denn du bist alt, aber leider nicht alternativ. Triff live den geil, Digga, das gibt zwei Punkte. Das finde ich auch vom Flow. Komm in deine Ü30-Club, wo du dann abkackst auf Speed. Denn du bist alter, aber nicht alternativ. Finde ich ziemlich geil, vor allem untermalt es seine ganzen Aussagen, die er in der vorherigen Runde, in der Runde einfach ein bisschen weiter vorne schon mal gesagt hat, dass TJ halt eher so, naja, 0815 ist und dass seine ganzen guten Zeilen, seine guten Wortspiele und so alles nur Schein sind, im Grunde genommen alles scheiße ist. Deswegen ist die Zeile hier umso gewichtiger, wenn er sagt, du bist zwar alt, aber nicht alternativ. Zwei Punkte, Digga. Zeig nicht auf Beats, wo ist die Affen machst, denn du bist alt, aber leider nicht alternativ. Triff live den Zeig nicht auf Beats, wo ist die Fege fehlt. Denn wenn du mal gebucht wirst, dann als Redner auf dem CSD. Geh mir aus. Was ist CSD? Wenn du mal gebucht wirst, dann als Redner beim CSD. Was ist ein CSD, Digga? Keine Ahnung. Counter-Strike? Ist das irgendwas mit Counter-Strike? Domain. Aus dem Weg, TJ, ich mach das Flaggschiff der Szene zum Ruderboot. Denn ich bitte meine Double-Time-Passagen besser als der Lapp in Halftime-Rap. Du Hurensohn! Alter, überragend, Digga, ne? Ich mach das Flaggschiff zu einem Ruderboot. Digga, allein die Zeile gibt schon einen Punkt. Das ist geil, Alter. Das ist, ja, so Zeilen mag ich auch. Also die hätte ich auch verwendet. Wäre ich da drauf gekommen, hätte ich die auch im Flaggschiff zu einem Scoop. Zum Ruderboot. Denn ich bitte meine Double-Time-Passagen besser als der Lappen Halftime. Denn ich bitte meine Double-Time-Passagen besser als der Rappen. Denn ich bitte meine Double-Time-Passagen besser als der Lappen Halftime-Rap. Du, Anzau. Jace macht das Flaggschiff der Szene zum Ruderboot. Denn ich bitte meine Double-Time-Passagen besser als der Lappen Halftime-Rap. Du, ja, das ist auch einfach saugut, Alter. Schöne Hommage an SpongeBob auch noch, ey. Geil, Alter. Mit das Beste bis jetzt, was ich von Cassius Clay gehört habe. Real Talk, Alter. Das ist so mit Abstand das Beste, was ich von Cassius Clay je gehört habe. Ruderboot, denn ich bitte meine Double-Time-Passagen besser als der Lappen Halftime-Rap. Du Hurensohn. Trocken in den Arsch gefickt, dass Jochbein und die Nase bricht. Und als wär's nicht genug, find deine Fotze die Blamage mit. Das ist auch gut. Jochbein und den... Jochbein und die Nase bricht. Du bist trocken in den Arsch gefickt, das Jochbein und die Nase bricht. Und als wäre das noch nicht genug, filmt deine Fotze die Blamage mit. Trocken in den Arsch gefickt, Jochbein und die Nase bricht, Fotze die Blamage mit. Gibt auch einen Punkt, Digga. Und als wär's nicht genug, filmt deine Fotze die Blamage mit. Deine Freundin plus Kamerafrau bleibt dir träumen, obwohl du ein Versager bist. Doch immer noch besser als früher, als sie noch bei Crocsleck da am Straßenstrich. Die Welt zeigt ein Pokerfick. Es ist extrem stark. Ist doch immer noch besser als früher, als sie noch bei Crocsleck da am Straßenstrich. Ist da, leider höre ich den Aufstieg hier nicht so. Deine Freundin plus Kamerafrau bleibt dir treu, obwohl du ein Versager bist. Doch immer noch besser als früher, als sie noch ein paar Crocsleck da am Straßenstrich. Ja, das finde ich, ist jetzt mir zu plump. Besser als früher, als sie noch bei Crocsleck da am Straßenstrich. Deine blinke Platten-Business muss. Rap sei ganz gut, aber fick nicht mit Chess, dass ich warne dich. Da hilft auch dein Status als VBT-Veteran und deine ganze Erfahrung nicht. Seit 1000 Jahren, aber keiner feiert, was du machst, sie sagen. CJ, bitte geh! Die Scheiße langsam satt und ich bin die neue Nummer 1 gegen Chess, was vergehen jetzt. Hey, irgendwie muss ich bei diesem Flow immer lachen, in diesem Versace-Migos-Flow, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, klingt es für mich auch irgendwie immer lächerlich so.
Ist einfach nur meine persönliche Meinung. Dieser Flow ist so dabei dumm. Das ist irgendwie so lachhaft, dabei dumm. Irgendwie komme ich damit nicht klar, Alter. Das ist zwar nicht schlecht, man muss sich sagen, ist natürlich, geht alles weiter und alles entwickelt sich weiter, ne? Und natürlich auch die Flows und so, aber dieser dabei Flow, das ist irgendwie für mich, weiß ich nicht, das wirkt irgendwie für mich immer so ein bisschen deppert. Bitte gehen, die Scheiße langsam satt. Und ich bin die neue Nummer 1 gegen Kessel, vergehen jetzt sämtliche Gegner K.O. Mach den Thron frei. Neue Generation! BB Part 3 und der Hundesohn ist so, man fängt zu, komm wieder mal her. Ich würde gerne deine Karriere zerstören, aber du hast zum Glück nicht so viel zu verlieren. Ja gut, sozusagen, ich würde gerne deine Karriere zerstören, aber du hast nicht mal einen oder so, habe ich jetzt gedacht, kommt. Aber wenn er sagt, ich würde gerne deine Karriere zerstören und Gott sei Dank hast du dabei dann nicht viel zu verlieren, ist schon ganz gut und eigentlich auch echt... Ja, das ist ein guter Angriff, weil TJ, ich meine, er sagt, du bist 30 Jahre alt und hast noch nichts erreicht und deswegen, das greift alles auch und diese Punchline unterstreicht das Ganze irgendwie. Du meinst auf jeden Fall kein Heavy Hard Hitter, aber ist gut. Ich hab mich verzockt, komm wieder mal her. Ich würde gerne deine Karriere zerstören, aber du hast zum Glück nicht so viel zu verlieren. Ich hab mich von meinem Image befreit und scheiß ab sofort auf die witzigen Lines. Bring Battle Rap back to the roots, trotzdem finden die Kiddies das geil. Meine Mucke ist hart zu Punch, das kommt. Ja, so Selbstrepresent allein. Ich habe mich von meinem alten Image befreit. Bring Battle Rap back to the roots und trotzdem finden die Kiddies das geil. Ja. Bring Battle Rap back to the roots, trotzdem finden die Kiddies das geil. Meine Mucke ist hart zu Punch, das kombiniert mit unerreichtem Flow. Deine ist 15 Jahre Rap und trotzdem juckt es keinen. Oh. Weil du seit dem VBT 2010 leid. Ja, ein bisschen so. Könnte man schon als Zweckreim definieren, das finde ich, ist ein ganz gutes Stilmittel. Gibt jetzt einen Punkt, allein nur aus stilistischer Sicht. Da immer dasselbe macht, Jahre Rap und trotzdem juckt es keinen. Oh. Weil du seit dem VBT 2010 leider immer dasselbe machst, du Bitch. Ich hab mich in einem Jahrzehntfach gesteigert und hätte dich letztes schon gefisst. Spiel auf Festivals, mein HDF rasiert, du bleibst ein Online-Rapper. Ich mach diesen Scheiß nur nebenbei, TJ, und trotzdem besser. Und du willst... Ja, aber das ist so ein kleiner Widerspruch. Er sagt, er tritt da und da auf Live-Gigs, sein HDF rasiert, er macht das, das und das und das und das und das. Und dann sagt er aber im nächsten Satz, ich mach die Scheiße nur nebenbei. Weiß ich nicht, klingt für mich ein bisschen widersprüchlich, so muss ich echt sagen. Willst mich jetzt battlen? Ey, versuch's lieber nicht. Sonst bist du dann Flexbleib voller Kugeln, wie ein Pool-Billiard-Tisch. Und dieser... Versuch's lieber nicht. Sonst bist du dann Flexbleib voller Kugeln, wie ein Pool-Billiard-Tisch. Du bist dank Plex, also ich meine, du bist voller Kugeln wie ein Poolbillardtisch, ist auf jeden Fall, versuch's besser nicht, sonst bist du dabei da voller Kugeln wie ein Poolbillardtisch. Gibt auf jeden Fall einen Punkt, aber was hat er da mit Plex gesagt? Sonst bist du dank Plex, was hat ein Plex jetzt damit zu tun? Du willst mich battlen, versuch's lieber nicht, sonst bist du dank Plex bald voller Kugeln wie ein Poolbillardtisch. Versteh ich nicht, was hat Plex mit Cassius Clay da jetzt zu tun? Klärt mich auf, Mibi Frendos. Und dieser TJ macht jetzt Business und wird manchmal auch für Shows gebucht. Wow. Aber wenn du das Ding hier als Sieger verlässt, ist mit Julian nicht homophob genug. Ich geb'n Fick, du brauchst... gebucht, wow. Aber wenn du das Ding hier als Sieger verlässt, ist mit Julian nicht homophob genug. Ich geb... Ja, das ist auch... Es ist auch okay. Das ist auch gut. Auch für Shows gebucht, wow. Aber wenn du das Ding hier als Sieger verlässt, ist mit Julian nicht homophob genug. Ich geb'n Fick, du brauchst nicht mal auf einen einzigen Punkt hier zu hoffen, denn der Beste im Turnier nach mir ist fucking Gary Washington. Nee, und Jack, sag mir doch mal, warum lässt du dich auf das Battle hier ein? Geil! Geil! Kam überraschend geil, freu ich mich gerade voll. Gib'n Fick, du brauchst nicht mal auf einen einzigen Punkt hier zu hoffen, denn der Beste im Turnier nach mir ist fucking Gary Washington. Nee, und Jack, sag mir doch mal, warum lässt du dich auf das Battle hier ein? Alter, lass doch das Rappen jetzt endlich mal sein. Mach was Neues, sofort oder fällt dir nichts ein, okay? Seit 10 Jahren... Übertrieben Style, auch 100-mal geilere... niemals haben die das im gleichen Studio aufgenommen. Gary Washington mit einer 100-mal besseren Aufnahmequalität hier und auch viel, viel so on pointer irgendwie... Man kennt ihn, die Kamera abgeschmiert. weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, habe ich glaube ich auch noch ein Stück gesagt, dass Gary Washington eine deutlich krassere Aufnahmequalität hat und auch so von den S-Silben viel gedämpfter ist und somit nicht so viel Höhen in seiner Aufnahme hat. Zumindest wirkt es gerade für mich über die Kopfhörer so, dass das Klangbild direkt viel besser ist so.
is fucking Getty Washington. Nee, und sag mir doch mal, warum lässt du... Oh, auch, sag mir doch mal. Auch schöne Melodie, Alter. Im Turnier nach mir ist fucking Getty Washington. DJ, sag mir doch mal, warum lässt du dich auf das Battle hier ein? Alter, lass doch das Rappen jetzt endlich mal sein. Mach was Neues zu Foto. Oder fällt dir nichts ein? Okay. Seit 10 Jahren Rap, aber was hast du denn auf die Beine gestellt? Deine nächste Note. Du bist gefickt, der Grund dafür ist Cash is Clay. Wie kann man so wenig Geschmack musikalisch und raptechnisch haben? Lächerlich, warte, nimm deine leblosen Phrasen und geh dich begraben. Denn du bist Wayne, wie Rooney, schon wieder fliegst du aus dem Battle. Deine leblosen Phrasen und geh dich begraben. Du bist Wayne, wie Rooney, Alter, Digga. Real Talk, das ist fast schon für mich eine Nummer zu bad, die Bar. Denn du bist Wayne, wie Rooney, schon wieder fliegst du aus dem Battle hier raus. Heftiger Sound, checkst du das, ist wie deine Mama, da kenn ich mich aus. Also ja, Punchline-technisch nicht so geil, aber wirklich vom Style her überragend, Alter. Das ist wirklich so bei manchen, ich weiß nicht, warum das so ist, ne? Das ist bei so vielen Rappern so. Und ich habe manchmal die Befürchtung, bei mir ist es auch manchmal so, dass wenn ich so alte Sachen von denen höre, ich so das Gefühl habe, dass mich das irgendwie mehr flasht, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es gerade so gut von Getty Washington, Alter. Getty Washington. Komplett stabil. Grüße, Gary, mi friendo. Übertrieben stark. Puh, Digga. Puh, Digga. Das wird eine schwere Geburt wie Elefantenbabys für TJ. Woo! Für TJ, ja. Ich hab grad Taylor angelehnt. Ich dachte so, oh Gott, hab ich jetzt komplett wieder eben drüben gefischt. Als würde ich bei meiner Nachbarin angeln. Alter, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich erwarte trotzdem, also... rein von dem Know-how und vom Können und so, ne, von den Skills, traue ich TJ wirklich zu, das zu rocken noch, ne. Auch wenn die Runde von Cassius Clay wirklich übertrieben stark war. Und das war das Beste für mich und mein Geschmack, was ich von Cassius Clay bis jetzt gehört habe, Alter. Ich bin aber auch echt sehr gespannt auf die Runde von TJ. Ich erwarte auf jeden Fall schon wieder Flow-Variationen und Flows, die auf den ersten Hörer nicht unbedingt nachzuvollziehen sind. Eine interessante Reimsetzung erwarte ich von ihm und sowieso gute Reime, Alter. Ich habe wirklich schon eine gewisse Erwartung, aber ihr wisst, wie das ist mit den Erwartungen, ne? Man ist eigentlich immer enttäuscht, Alter. Sag mal, kenne ich das Video schon? Das kommt mir irgendwie so assi bekannt vor. Ich habe auch manchmal Schiss, dass ich Analysen zweimal mache, weil ich überhaupt nicht mehr raff, wie viele Milliarden Analysen ich schon gemacht habe, ne? Irgendwann passiert es 100 Pro, dass ich mich nochmal hinsetze und Alter, auf einmal noch eine Analyse mache und ihr kommentiert dann mit, ey, Chiki, die Analyse hast du doch schon gemacht. Alter, irgendwie, ey, das kommt mir so assi bekannt vor gerade. Digga, ich glaub, du hast Elefantitis am Maul, denn deine Unterplus-Oberlippe heben sich riesig heraus, sieht aus, hat im Unfall mit einer Botox-Spritze Homos kriegen. Hey, das ist direkt halt voll gut, aber auch hier die Soundqualität ist auch echt komplett am Arsch irgendwie, Alter. Das hört sich so von der Qualität überhaupt nicht geil an, Alter, leider. Aber darauf achten wir nicht. Vielleicht sollte ich TJ mal mein Rap-Tutorial schicken, die Produktionslektion, den Kurs zumindest mal. Damit er mal weiß, wie er trotz eines nicht so teuren Mics vielleicht eine bessere Aufnahmequalität hinkriegt, ne? Vielleicht, die meisten wissen nämlich gar nicht, dass man sich kein Mic für 900 Euro kaufen muss, sondern dass es da so viele Tricks und Tipps gibt, wie man trotzdem eine sehr gute Aufnahme hinkriegt. Aber egal, legen wir los, kommt schon jetzt, Junge! Digga, ich glaub, du hast Elefantitis am Maul, denn deine Unterplus-Oberlippe heben sich riesig heraus, sieht aus... Das ist halt... ...im Unfall mit einer Botox-Spritze hoch... So, das ist genau das, was ich meine. Was habe ich denn eigentlich hier in der Fresse hängen? Das ist genau das, was ich meine, dass das wirklich saugut geflowt und gereimt ist. So. Oder gereimt auf jeden Fall. Digga, ich glaube, du hast Elefantitis am Maul, denn deine Unter-Plus-Oberlippe heben
Elefantitis am Maul. Denn deine Unter- plus Oberlippe heben sich riesig heraus. Elefantitis im Maul. Heben sich riesig heraus. Sieht aus wie nach einem Unfall mit der Botox-Spritze. Und Leute, da gebe ich 2 Punkte für. Weil allein diese Angriffsfläche, ich meine, es ist klar, dass man gegen Cassius Clay so diese Angriffsfläche wegen seinem Breitmaul natürlich nutzt und anwendet. Aber das so gut zu verpacken, auch noch so gut in rein technischer Sicht zu verpacken, Digga, das gibt 2 Punkte. Das ist für mich eine richtig gute Zeile mit richtig guten Reimen und einer richtig guten Reimsetzung direkt am Anfang. Und das ist genau das auch, warum ich TJ krass finde eigentlich. Wirklich, Alter. Homos kriegen Gruppen hinter plus Oberlippe. Heben sich riesig heraus, sieht aus nach dem Unfall mit einer Botox-Spritze. Homos kriegen Gruppen hinter, da steigt der Glückshormonspiegel. Mit deinen paar Lippen hast du maximal einen Auftritt, das Hüpfburg zu bieten. Hormonspiegel aufzubieten, wenn er das jetzt wirklich schreibt. Sorry, wenn ich jetzt hier Glückshormonspiegel, Hüpfburg zu bieten, Glückshormonspiegel auf Hüpfburg zu bieten. Ja, ist jetzt schon natürlich, er hat die Ü-Silbe hier vorne als ersten betonten Laut, hat er die übereinander stehen. Also es geht klar so, ne? Aber der Reim gefällt mir jetzt trotzdem nicht so. Aber zu sagen, mit deinen paar Lippen hast du maximal einen Auftritt als Hüpfburg zu bieten, ist meines Erachtens echt eine gute Punchline. Ich gebe da mal 1 Punkt, aber ich bin kurz davor, 2 Punkte zu geben. Das ist eine 2-Punkte-Zeile, sorry. Das ist eine 2-Punkte-Zeile. Weil mir die Planung gefällt, ich nur Bahnhof verstehe und Spiegel. Mit deinen paar Lippen hast du maximal einen Auftritt, das Hüpfburg zu bieten. Weil mir die Planung gefällt, ich nur Bahnhof verstehe, gib mir Status-Updates, Text, VBTV ist das, wenn im 32. schon gar nicht mehr geht, ich kenn das nicht. Das ist aber leider Gottes, ich meine, ich glaube, er doppelt auch seine Aufnahmespuren, also er nimmt seine Lead-Vocal auf und doppelt die nochmal komplett. Und da bin ich auch nicht so ein Freund von. Das geht bei manchen Stimmen und Stimmlagen und Aussprachen geht es gut und sorgt für einen breiteren Hörgenuss so, für ein breiteres Klangbild, für ein volleres Klangbild einfach so. Aber bei ihm, er nuschelt halt manchmal so ein bisschen und wenn das, und dann verkackt es halt. Da gibt es zu viele Stellen, die nicht ganz untereinander sind so. Und deswegen ist es leider ein bisschen unverständlich teilweise. Das stört mich gerade so, ne? Weil mir die Planung da fehlt, ich nur Bahnhof verstehe, gib mir ein Status-Update, zwecks VBT. Wie ist das denn, wenn im 32. schon gar nichts mehr geht? Ja. Verlieren deine Zuschauer an Text VBT, wie ist das, wenn im 32. schon gar nicht mehr geht? Ich kenn das nicht. Wir verlieren deine Zuschauer an Lebensmut, denn du fliegst durch TJ auf der Stelle wie ein Hubschrauber im Schwebeflug. Das Battle steht. Denn du fliegst durch TJ auf der Stelle wie ein Flug, wie ein Hubschrauber im Schwebeflug. Digga, das sind Zuschauer der Lebensmut. Hubschrauber im Schwebeflug. Er reimt Zuschauer auf Hubschrauber, was ein dreisilbiger, einwandfreier Substantivreim ist. Und er reimt Zuschauer auf Hubschrauber, was ein einwandfreier, dreisilbiger Substantivreim ist. Das heißt Zuschauer der Lebensmut, Hubschrauber im Schwebeflug, Hubschrauber im Schwebeflug. Siebensilbig, perfekter Reim, siebensilbig, gepaart mit einer guten Aussage, mit einem guten Wortspiel. Du fliegst auf der Stelle, also du fliegst jetzt raus und ein Hubschrauber fliegt auf der Stelle. Dicker, das sind wieder 2 Punkte so. Alter, und jetzt sehe ich gerade erst die Like-Dislike-Bilanz, Alter. Unter dem Motto Dürrer knirr ich gegen Mut, denn du fliegst durch TJ auf der Stelle wie ein Hubschrauber im Schwebeflug. Das Battle steht unter dem Motto Dürrer knirr ich gegen Faust. Ich hau die Bubi auf der Maul, dann fallen dir die Milchzähne raus. Ich hau die dich. Knilch gegen Faust, ich hau die Bubi auf dein Maul, dann fallen dir die Milchzähne raus. Dürrer knilch gegen raus, gegen Faust. Das finde ich aber, dass der Dürrer knilch gegen Faust, ich schaue dir fallen die Milchzähne raus. Das finde ich auch echt geil, weil das auch natürlich, es ist eine gelungene Angriffsfläche, genauso wie es gelungen war von Cassius Clay, ihn mit Alter zu fronten. Wenn ich mal Alter sage, dann war das wortwörtlich gemeint. Genauso ist es auch natürlich cool von TJ Cassius Clay als einen extrem jungen, als ein Kind darzustellen und dem er auf die Fresse haut und dann die Milchzähne rausfallen. Finde ich gelungen, Alter. Dann sieht's wieder hoch, knilch gegen Faust, ich hau die Bubi auf der Maul, dann fallen dir die Milchzähne raus. Ich heute dich, dann sieht's wieder horrorartige Filmszene aus. Alleine die Haut, deine Lippen reicht dafür eine ganze wilde Ledercouch. Digga, das ist zu dope. Es ist wirklich so, wenn der Flow nicht wäre, es gibt immer so, das ist halt das Problem, dass es halt wenige Rapper gibt und deswegen gibt es natürlich die wenigen Rapper, die rausstechen und einfach sau viele Dinge beherrschen. Deswegen sind die auch krass und haben ein besseres Standing als viele andere, ne? Aber vom Reimtechnischen hier gesehen, ne, ist TJ übertrieben krass, auch wie er die Reime setzt und wie er die Pointen setzt. So, er hat die Ahnung, aber Dicker, ziehen wir uns das mal rein, wirklich so. Ich will es nicht zu ausführlich machen hier bei ihm, ne? Aber da geht mir wirklich das Herz auf, was die Lyrik betrifft, so. Das Battle steht unter dem Motto, Dürrer knilch gegen Faust.
Faust. Knilch gegen Faust ist der Reim, ja? Dürer, Knilch gegen Faust. Ich hau dir Bubi auf dein Froschmaul, dann fallen dir die Milchzähne raus. Ich häute dich, dann sieht aus wie eine, das sieht dann wie eine horrorartige Filmszene aus. Alleine die Haut unter deinen Lippen reicht für eine ganze Wildledercouch. Dicke, da gebe ich 2 Punkte für. Auch die Aussage, das ist auch, da kommen wir so, das ist natürlich von der Betonung her nicht so, wie es ein Snagger betonen würde, von dem ich so punchline-technisch assi viel halte. Ne, aber das ist schon eine lustige Zeile. Alleine die Haut unter deinen Lippen reicht für eine ganze Wildledercouch. Digga, und das so gut in diese Reime, Knilch gegen Faust, Milchszene raus, Filmszene aus, Wildledercouch zu packen, ist just saying einfach dope halt so, ne? Deine Bits und Beigeschmack-Szene aus, alleine die Haut, deine Lippen reicht dafür eine ganze Wildledercouch. Hart deine Bits und Beigeschmack, wenn du mit deinem Stückchen Geisteskraft nix reißt und so. Das Abi dank deiner Kifferei verkackst dein Kopf, scheint richtig leistungsschwach. Er ist wie die Gitter eines Knasts und plus deine mickrige Nano-Gehirn nennt sich das dann sicher einzelhaft. Und du hast... Es ist halt leider, und das ist wirklich so, und da muss ich jetzt auch so korrekterweise wirklich mal einen Punkt abziehen, weil es mich hier wirklich stört. Mich stört es wirklich, dass ich hier jedes Mal in die Lyrics gucken muss und die Zeilen halt im geschriebenen Stil nochmal auseinanderklabusteln muss. Aber so vom Hören, es ist halt schwer, das so rauszuhören. Es ist so, naja, es ist halt auch schwierig, wenn man als Typ mit so einer Aussprache, wie er sie hat, halt so einen Beat nimmt, der halt auch komplett noch so die ganze Zeit irgendwelche E-Gitarren-Samples im Hintergrund rumrattern. Das ist halt schwer für den Hörgenuss, dem zu folgen. So. Und wenn du dann in meiner Position bist und die Zeilen auseinanderklappusteln willst und musst oder willst, dann ist es halt schwer, Alter. Einzellhaft. Da ist aber wieder ein Punchline, ein Wortspiel dabei. Hat einen bitteren Beigeschmack, wenn du mit deinen Stückchen Geisteskraft nix reißt und so das Abi dank deiner Kifferei verkackst. Ja, dein Kopf scheint richtig leistungsschwach. Er ist wie die Gitterstäbe eines Knasts. Und plus dein mickrigen Nanogehirn nennt sich das dann einzellhaft. Ja, okay, also die Zelle. Also ein Einzel im Sinne von Einzel, alone in the own zone, solo, alleine, einzelhaft und dann ein Zell, also die Zelle hat dank seines Nanogehirns nur, er hat ein Nanogehirn und deswegen nennt sich die Einzelhaft bei ihm einzellhaft. Ja, das ist mir jetzt wirklich zu weit hergeholt, Alter, irgendwie, das ist so... Obwohl, ich belohne gern halt so, das ist einfach diese Kreativität und die, das ist wie wenn du in Mathe eine Arbeit schreibst, in früher so, und du musst immer den Rechenweg aufzeichnen, ne? Und man hat ja oft, obwohl das Ergebnis falsch ist, Punkte für den Rechenweg bekommen, ne? Und so ähnlich fühle ich mich jetzt hier gerade, ne? Wenn Teile deines Rechenwegs gut waren, hast du trotzdem Punkte gekriegt. Und ich fühle mich ähnlich, weil ich einfach diese Kreativität, die dahinter steckt, belohnen will und diese Gedankengänge. Und deswegen gebe ich hier mit vollem, ruhigen Gewissen einen Punkt. Das nächste erreicht deine Baupläne, wackeln ein bisschen aus, Weg verschaffen, doch die Traumbläschen platzen und im Real Life könntest du dir wirklich einen Staubwedel packen und für den gottverdammten Ossi als Hausmädchen ackern. Augenblick, du... Für den gottverdammten Ossi als Hausmädchen, du kannst ja einen Staubwedel packen und für den gottverdammten Ossi als Hausmädchen ackern. Staubwedel auf Hausmädchen ist auch ein Reim, der sehr gut im Kontext steht, feiere ich schön. Aber wen meint er mit Ossi? Wen meint er mit Ossi? Für den gottverdammten Ossi als Hausmädchen? Keine Ahnung, gebe ich aber trotzdem einen Punkt, gefällt mir. Du beleidigst Ossis. Und davor war auch schon wieder Reim auf Hausmädchen, Bauchmädchen. Hat er auf jeden Fall wieder 4 Zeilen gekickt mit sehr guten Reimen drin. Packen und für den gottverdammten Ossi als Hausmädchen ackern. Augenblick, du beleidigst Ossis und siehst Texte als Taugenichts, obwohl du selber rauchst und kippst dich oft mit eigenen Rausch. Begibst Applaus für dich. Abi weg, keine Lehre im Sack. Jetzt machst du FSJ, ich will nichts sagen, aber merkst du da was? Ja, das ist auch ähnlich wie bei Cassius Clay gesagt hat, das sehen uns nicht unbedingt so diese herausstechenden Punchlines, wo man so direkt sieht, okay, der hat ihn hart gefickt, sondern es geht so ein bisschen in diese, ich will dich persönlich treffen, so, ne, ich will dich triggern, ich will dich ein bisschen necken, so, ich will sticheln und so persönlich ankommen und deswegen finde ich das ganz gut, bei Cassius Clay habe ich es belohnt und so belohne ich es hier auch so. Ich meine, ich kann da euch wirklich ein Lied von singen, so, ich habe so viel verkackt in meinem ganzen Leben und habe Ausbildungen abgebrochen im dritten Lehrjahr teilweise, habe Jobs geschmissen, habe mich mit Chefs zerstritten, hatte immer Probleme mit irgendwelchen Autoritäten und so, hatte nur Probleme, habe bis jetzt in meinem ganzen Leben nichts durchgezogen, so, bis ich irgendwann angefangen habe zu rappen und Mucke zu machen, so richtig. Und deswegen noch heute trifft es mich, wenn Leute zu mir sagen, aha, der Chiki, ja, so früher, ne, ja, wir wissen doch, wie es bei dir läuft und so, ne, bist ja ein bisschen komplizierter, ne. Das trifft mich heute noch, wenn das Freunde zu mir sagen. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, wenn es irgendein TJ sagt, dass es einen schon treffen kann.
Ja, wenn man so gefrontet wird in einem Battle. Jetzt kommt die Hook, bin ich gespannt. Sag, jetzt machst du FSJ, ich will nix sagen. Merkst du was? Cash ist gegen Jay, heiß Sand von gegen Felsblock. Ich hau dich um und geb den Ansporn zu deinem Selbstmord. Cash ist, du arroganter Spaß, bist nix das Oberhype und kommst hier nur raus in der Waagerechten mit nem Totenschein. Cash ist gegen Jay, heiß Sand von gegen Felsblock. Ich hau dich um und geb den Ansporn zu deinem Selbstmord. Cash ist, und ehe du dich grad versiehst, fliegst du schneller als ein Flugobjekt mit Nuklearantrieb. Du siehst aus. Du dich gerade versiehst, fliegst du schneller als ein Flugzeug mit Nuklearantrieb. Das gefällt mir, da waren gute Zeilen dabei. Dafür gebe ich einen Punkt und da war noch eine ganz gut. Vom Klangbild gefällt es mir leider gar nicht. Auch komische Betonung. Cash ist gegen Jay, heißt Sandkorn gegen Felsborg. Ich schau dich um und geb dir einen Ansporn zu deinem Selbstmord. Gefällt mir gar nicht. Du arroganter Spaß bist nichts als overhyped. Waagerechten mit einem Totenschein. Du kommst hier nur raus in der Waagerechte. Nee, es ist doch nicht so krass, vor allem weil er hier einen Silbenfehler hat. So, da stehen die Silben nicht perfekt übereinander. Das heißt, der Reim spielt ihm gerade auch nicht unbedingt zugute. Ja, ein Punkt für die Hook. Das leidet dein Hunger, der Kindskraft versiehst, fliegst du schneller als ein Flugobjekt mit Nuklearantrieb. Du siehst aus, als leidet dein Hunger, der Kindskörper an Magersucht. Du siehst aus, als leidet dein Hunger, der Kindskörper an Magersucht. Voll der gute Einstieg von, wenn man die Rap-Pattern betrachtet, ne? Wenn man das jetzt so, wie ich es in meinem Rap-Tutorial mache, in die Rhythmus-Pattern so einfüge, ne, ins Taktgitter, da, wäre das extrem krass, aber er vernuschelt das leider so ein bisschen. Das ist ein Flugobjekt mit Nuklearantrieb. Du siehst aus, als leidet dein hungernder Kindskörper an Magersucht. Du siehst aus, als leidet dein hungernder Kindskörper an Magersucht. Auch gut betont, Kindskörper an Magersucht. Aber irgendwie ist er nicht tight drauf, leider. Das ist ein Flugobjekt mit Nuklearantrieb. Du siehst aus, als leidet dein hungernder Kindskörper an Magersucht. Jotim, du bist der, der auf dem Splash ein trinkräuchender Schlafsack nutzt. Alter Dick! Woo! Aber das ist halt, du siehst aus, als leidet ein hungernder Kindskörper an Magersucht. Du bist der, der auf dem Splash ein Trinkröhrchen als Schlafsack nutzt. Dicker, das ist so ein genialer Angriff für einen dünnen... Ey, Dicker, das sind wirklich saftige zwei Punkte. Dicker, da bin ich da... Ah... Ey, Digga, hatet mich, ich heb dafür 3 Punkte, gell? Da bin ich jetzt gespannt. Für mich sind das 3 Punkte. Und ich habe ja gerade schon auch gesagt, warum. Das ist mega der gute Reim. Es ist ein guter Einstieg. Wäre der jetzt noch on point gewesen, so richtig on point so, auf dem Takt kleben, ne? Laid back ist oft geil so, ne? Laid back, so ein bisschen hinterm Takt schweben, ist geil und so, kommt cool. Aber nicht so in einem Battle, wo der Beat auch einen antreibt, so. Aber du siehst aus, als leidet dein magerer Kindskörper an Magersucht. Du bist der reimt da noch was auf mager, den Kindskörper. Du hast leider ein hungernder Kindskörper an Magersucht. Yo, Tim, du bist der auf dem Splash ein Trinkröhrchen als Schlafsack nutzt. Digga, das ist so eine geniale Punchline. Der Reim und die Aussage, Digga, das ist so eine geniale Punchline, wenn du mich fragst. Blutüberströmter Körper an Magersucht, yo Tim, du bist der auf dem Splash ein Trinkröhrchen als Schlafsack nutzt. In blutüberströmter Adamsruhe beziehst du nach einem Schlag den Boden. Ich stelle davon dein Foto ins Netz mit dem Titel Spaghetti mit Tomatensauce, du Sollfroh beziehst du nach einem Schlag den Boden. Ich stelle davon dein Foto ins Netz mit dem Titel Spaghetti mit Tomatensauce, du. Ja, du fliegst, das ist wirklich schwer zu folgen, deswegen musst du auch immer zweimal hören, aber ich will jetzt nicht nur in die Lyrics gucken. Du fliegst nach einem Schlag zu Boden, ich stelle ein Foto von dir ins Netz mit dem Titel Spaghetti mit Tomatensauce, weil Spaghetti halt soll eher als Nudel sein. Spaghetti sind dünn und ja, das fand ich jetzt, ja, aber doch, das ist nicht so geil, halt irgendwie bringt das nicht so geil rüber, aber der Gedankengang auch da ist echt gut. Solltest dich auf deine Ernährung fokussieren, mit ein bisschen Bräunungscreme kannst du für Salzstangen Werbung produzieren, wär doch Geld. Okay. Digga, er fickt meiner Meinung nach, das wird wirklich eng, Digga. Punchline-technisch ist eher krasser für mich, auf jeden Fall, Digga. Dich auf deine Ernährung fokussieren. Du solltest dich auf deine Ernährung fokussieren. Ein bisschen Bräunungscreme kannst du für Salzstangen Werbung produzieren. Für ein bisschen Bräunungscreme kannst du für Salzstangen Werbung produzieren. Ernährung konzentrieren. Für ein bisschen Bräunungscreme kannst du für Salzstangen Werbung produzieren. Ey, Digga, das sind wieder 2 Punkte so. Ey, ohne Wenn und Aber so. Ey, teilt mir das bitte mal mit, wie ihr das seht. So, ich bin mir ja oft unsicher, wenn ich so 2 Punkte gebe, ne? Aber hier bin ich mir eigentlich gar nicht unsicher. Ich bin mir komplett sicher, weil ich es wirklich komplett feiere. Ich finde, es sind wirklich Hard-Hitter, die ihr hier rausknallt, so, ne? Wie gesagt, mich stört halt einfach nur dieser, ich weiß nicht, er sollte sich meiner Meinung nach, oder hätte er sich damals einen langsameren Beat ein bisschen nehmen sollen, wo so ein bisschen mehr so diese mega guten Reime, die er hat, so ein bisschen mehr rauskommen.
wo man sich nicht unbedingt so komplett damit beschäftigen muss und so genau hinhören muss, dass man das alles versteht halt. Wer doch Geld hat, deine Ernährung fokussieren. Mit bisschen Bräunungskrieg kannst du für Salzstangen Werbung produzieren. Wer doch Geld hat oder Zeltstange oder lass dir eine lange Mähne wachsen. Mach dir den Affe, dann kannst du als Klobürste Karriere machen. Ja, gut, gebe ich jetzt auch einen Punkt, aber jetzt finde ich, jetzt reicht's mit denen, weil jetzt kommen wir wieder ähnlich wie bei der Casa-Reaction gestern, wo ich gesagt habe, er sollte jetzt aufpassen, dass er nicht nur irgendwelche Sprüche, die man irgendwo mal früher auf dem Schulhof gegen Dünne oder so aufgeschnappt hat, alles so in diese Zeilen verpacken, so, du kannst Werbung als Salzstange machen, Spaghetti mit Tomatensauce, du kannst als Klobürste Karriere machen, das sind so, das geht schon so ein bisschen so in die Richtung so, ah ja, Sprüche einfach in Zeilen umgewandelt, so, auf die Sprüche kam er nicht selber, aber er war derjenige, der eine Zeile draus gekickt hat, so, ne? Da aber nochmal zu der, vielleicht gibt's jetzt aber auch schon als Spruch, aber kenne ich nicht, so, ne? Du nutzt ein Trinkröhrchen als Schlafsack. Ticker, Ticker. Du bist der, der ein Trinkröhrchen als Schlafsack nutzt. Für übertrieben heftig, wenn du mich fragst. Du wirst kein Achtelsieger und was soll der Schwachsinn wieder? Mit billigen Nutten versuchst du das Kitz nicht mit bisschen Relevanz beschenken. Deine scheiß Quali versprüht nur Faschingsklima. Justin Bieber, Pumuckl und Blondie alias Mrs. Elefantenschenkel. Und deine Stärke liegt nur in ein paar tausend Facebook-Daumen. Und alleine darum kannst du einen Gig bei Out for Fame abstauben. Mit 20 nur ein paar tausend Facebook-Daumen. Und alleine darum kannst du einen Gig bei Out for Fame abstauben. Mit 20 Leuten war die Show sicher riesig. Füße auf die Couch, Bier auf Wohnzimmer-Feeling. Da kam man nur. War die Show sicher riesig. Füße auf die Couch, Bier auf Wohnzimmer-Feeling. Check ich jetzt nicht mit Füße auf die Couch, tralala, Bier auf Wohnzimmer-Feeling. Aber schöner Flow. Die Show war echt riesig. Füße auf die Couch, Bier auf Wohnzimmer-Feeling. Gefällt mir die Betonung, aber ich verstehe den Sinn jetzt dahinter nicht. Welchen Auftritt oder welchen womöglichen Auftritt von Cassius Clay er da beschreibt und angreift. Da kam man nur mit. War die Show sicher riesig, Füße auf die Couch, Bier auf Wohnzimmer-Feeling. Da kam man nur mit Mindestalter rein, kein Kindergarten-Scheiß. Und konnte dein Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes Single-Party sein, du memst auf Rappi. Jetzt aber auch Mindestalter und Kindesalter rein, kein Kindergarten-Scheiß. Kindergarten-Scheiß auf Mindestalter rein, ja, so Mindestalter und Kindergarten, ja, wenn man so spricht, reimt sich nicht unbedingt gut, aber ist prinzipiell auch ein Reim, der gut im Kontext steht. Aber gerade wird's wieder, ich weiß nicht, ob das immer so an meiner Konzentration liegt, dass ich irgendwann einfach komplett abriegel, aber es wird für mich gerade wieder schwer, dem Ganzen folgen zu können. Da kann man nur mit Mindestalter rein, kein Kindergarten-Scheiß, drum konnte dein Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes eine Single-Party sein. Check ich nicht. Du mimst auf Rapids voll den Bann mit einem üblen Killerblick, doch machst du zarten Backstreet Boys Gesang mit süßem Milchgesicht. Und konnte dein Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes Single-Party sein. Du mimst auf Rapids voll den Mann mit dem üblen Killerblick, doch machst nur zarten Backstreet Boy Gesang mit einem süßen Milchgesicht. Üblen Killerblick, doch machst nur Backstreet Boy Gesang mit deinem süßen Milchgesicht, ist auch gut. Also kann man schon auf jeden Fall eine Angriffsfläche erkennen, weil Cassius Clay ja erstens, naja, wenn man es so will, ne, wenn man sein Gegner ist und ihn so definieren möchte, hat er ein süßes Milchgesicht, ne? Und er macht ja auch immer mal wieder diesen Backstreet Boy Gesang, also wenn man es so definieren möchte. Aber er singt halt viel und er definiert es als sein Gegner, als Backstreet Boy Gesang. Ist ganz gut und auch wieder einen guten Reim verpackt. Hast du mal keinen Schlafplatz, musste nicht dein Geldsäckchen schlachten, gar kein Untergang. Du brauchst kein Hotelbettchen pachten für das Schlummerland. Du hast den Bohrer und bist flach wie Backpapier. Du also, kein Untergang. Sagen mit dem süßen Milchgesicht. Hast du mal keinen Schlafplatz, musste nicht dein Geldsäckchen schlachten, gar kein Untergang. Musste nicht dein Geldsäckchen schlachten, gar kein Untergang. Du brauchst kein Hotelbettchen pachten. Geldsäckchen schlachten, gar kein Untergang. Du musst kein Hotelbett zu pachten. Platz im Schlummerland. Also er bezieht es auch wieder da auf die Kindesscheiße. Für das Schlummerland, du hast den Bohrer und bist flach wie Backpapier. Du bohrst eine Wand, dann rollst dich ein und nutzt das doch als Nachtquartier. Bohrer und bist flach wie Backpapier. Du bohrst eine Wand, dann rollst dich ein und nutzt das doch als Nachtquartier. Ich gebe da auch einfach wieder 2 Punkte für, weil ich so stark finde, wie er seine Punchline selber aufbaut und wie er diese Angriffsfläche schon ausschlachtet. Wisst ihr, manchmal läuft man da so auf Gefahr, dass man so diese Zeilen, die man kickt, dass die irgendwann einfach so, ja, weiß ich nicht, die 150. Zeile gegen Dünne, ja, wir wissen es jetzt. Aber de facto, so unterm Strich, ist jede Zeile, die er gegen Dünne kickt, echt gut. Auch wie er, das ist halt komplett, die letzte Zeile, Digga, wie baut er die denn auf so? Du brauchst kein Hotelbett zu pachten, du brauchst nicht dein Geldsäckchen schlachten, gar kein Untergang, du brauchst kein Hotelbettchen pachten für das Schlummerland. Du hast einen Bohrer und bist flach wie Backpapier, du bohrst die Wand an, rollst dich ein und nutzt das Loch als Nachtquartier. Das ist von der Fantasie und von den Gedankengängen und von dem Know-how, wie er es in den Reim umsetzt, wirklich
bemerkenswert und davor ziehe ich meinen Hut. Und deswegen hat er hier, glaube ich, ich will es nur nicht sagen, aber ich glaube, er hat fast mehr Punkte bekommen, so, ne? Kamera machen wir nochmal neu, Alter. Also, Freunde, Punkte. Es ist auf jeden Fall eine mega enge Kiste. Es ist eine mega enge Kiste. Wir zählen die Punkte von Cassius Clay. 2, Alter, wie viele beide bekommen haben, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 für Cassius Clay. Props, Alter. Puh. Und habe ich die Becher gerade? Ich jedes Mal, ich bin so ein Gedankenkrüppel, Alter, ehrlich. Ich hab immer so, ich habe einen Gedankengang. Kennt es vielleicht auch jemand von euch? Wenn man so, man ist alles so cool und auf einmal hat man so einen, ich will nicht sagen Gedanke, so was passieren könnte oder was, so ein Ding, ich will nicht sagen so ein Sorgegedanke, aber mein Gedankengang war eine Sekunde gerade, während ich gezählt habe, so, hast du die Becher vertauscht? Und normal denkende Menschen sagen so, nee, hab ich nicht. Aber ich denk, was ist, wenn ich die Becher vertauscht habe, Alter? Hab ich jetzt die Becher vertauscht? Hab ich sie jetzt vertauscht? Hab ich sie? Hab ich jetzt? Und schon bin ich komplett out of order. Und jetzt erhänge ich mich. Nee, 28 oder 26, weiß ich auch nicht mehr genau. Für Cassius Clay, spult kurz zurück, dann wisst ihr Bescheid. Jetzt zählen wir TJs Punkte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Tigger, 18, 20, 22, 24, 25. Chris, Dokumentenbruder, Ihr Einsatz ist gefragt. Bitte tragen Sie jetzt ein, ich habe vergessen, wie viele Punkte Cash hat, aber entweder hat er 26 oder 28 und TJ hat 25, Alter. Also das war auch mit eines der besten Battles bis jetzt, die ich gesehen habe, sage ich, Real Talk. Aber ich bin noch gar nicht fertig, warum höre ich eigentlich auf zu labern? Warum zähle ich eigentlich Punkte? Du hast den Bohrer und bist flach wie Backpapier. Du bohrst eine Wand, dann rollst dich ein und nutzt das Loch als Nachtquartier. Cash ist gegen Jay, heiß Sand, komm gegen Felsblock. Ich hau dich um und geb dir Ich hau dich um. Das gefällt mir wirklich gerade. Warum betont er das so? Ich hau dich um. Das Nachtquartier. Cash ist gegen Jay, heiß Sand, komm gegen Felsblock. Ich hau dich um und geb den Ansporn zu deinem Selbstmord. Und Cash ist. Du arroganter Spaß, bist nix das Oberhalb und kommst hier nur raus in der Waagerechten mit nem Totenschein. Und Cash ist gegen Jay, heiß Sand, komm gegen Felsblock. Ich hau dich um und geb den Ansporn zu deinem Selbstmord. Video Franziska Frenzel. Na, dann zeigen Sie mir doch mal, Ihr Frenzel. Ich wollte fragen, ob ich dein Kellerfenster eintreten darf. Franziska, da dicker Pelfen. Ey, ich bumm's mit Pfadfindermenschen. Franziska Frenzel. Hört ihr das hämmern? Das ist meine Nachbarin, die gerade von mir weggehauen wird. Ich hab meinen Schwanz einmal durch den Flur gelegt, rüber die Tür damit eingetreten, komplett. Und jetzt liegt sie drüber und kommt nicht mehr weg. Komplett. Jetzt ziehen wir uns die Abana Labüse von Julien Rabein. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Alter. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was Julien sagt. Freunde, ziehen wir uns rein. Wo sind wir daheim? In Mülheim am Main. Los geht's. Wir sind bei Cassius Clay gegen TJ. Eines der meist erwarteten Battles bis jetzt. Wurden die Erwartungen erfüllt? Man könnte sagen, teilweise, aber irgendwie gab's mehr Ernüchterung als was zum Feiern. Fand ich jetzt gar nicht ausnahmsweise so. Wir haben das katastrophalste Video in der Geschichte des JBBs von Cassius Clay bekommen. So viel ist sicher. Das Einzige, was noch wacker hätte sein können, wäre ein Standbild von seinen gespreizten Arschbacken. Es ist wohl irgendwas schiefgelaufen bei der Videoproduktion, aber Cassius Clay geht da in seiner kurzen Erklärung am Anfang auch nicht weiter drauf ein. TJ hat einen altbekannten Beat aus dem Digital Drama Paket genommen, den Gio in seiner Quali schon benutzt hat. Ach, das ist mir nicht aufgefallen. Ist mir wirklich nicht aufgefallen. Was an sich schon etwas komisch ist. Ente hat ja in seiner Runde auch einen Beat aus dem Paket genommen, aber wenigstens einen, den noch keiner vor ihm hatte. TJ rastet dann komplett mit Double Time Flows drauf aus, was irgendwie gar nicht so recht passen will. Aber kommen wir zur genaueren Bewertung. Cassius Clay hat natürlich noch zusätzlich zu seinem Gammel-Video zu spät abgegeben. Keine Ahnung, wie er das dann noch geschafft hat. Aber er hat Glück, denn TJ hat auch zu spät abgegeben, also Ausgleich. Das Video von TJ... Warum geben die denn alle zu spät ab? Ich verstehe das nicht, Alter. Wenn die wenigstens 4 Wochen zu spät abgeben würden oder so, ne?
Aber so jedes Mal, wenn ich das höre, okay, das hat er jetzt in dem Fall nicht gesagt, aber jedes Mal höre ich so, ja, die haben 3 Stunden zu spät abgegeben. Wie kann man denn so blöd sein, du? Sag mal, seid ihr behindert im Kopf? Oh, jetzt habe ich wieder behindert gesagt, da fällt mir kurz was ein. Letztens, ich will deinen Namen nicht sagen, ich weiß ihn aber auch gar nicht mehr, hat mir ein aufmerksamer Zuschauer von mir geschrieben, der im Rollstuhl sitzt und irgendwelche Spastiken hat, ne? Und das soll jetzt gar nicht lustig oder so klingen. Ich habe schwarzen Humor, ich mache mich über vieles lustig. Aber er hat mir geschrieben, von wegen, jedes Mal, wenn ich das Wort behindert sage, fühlt er sich angesprochen, aber gar nicht im negativen Sinne, sondern er findet es irgendwie lustig. Er fühlt sich einfach angesprochen und das mag er. So war, glaube ich, die Quintessenz von der Nachricht. Und Dicker, ich grüße dich ganz herzlich. Dieser Moment gehört nur dir. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bedanke mich für deinen Support, dass du über meine Analysen schaust. Und ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, dass du auch weißt, wo du meine kurzen, naja, ich sag mal, Humoranfälle hinzustecken hast. Und dass du dich da nicht angegriffen fühlst. Auch ich hab Spastiken. Aber auf eine andere Art und Weise. Yes, yo. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hast Spaß bisher bei der Analyse. Weiter geht's. Er hat eine gute Location, die Leute haben sogar frische Outfits an, es gibt vernünftigen Schnitt und das sieht alles ziemlich dufte aus. Cassius Clays Video hat nichts von alledem. Cassius Clays Video ist eine Schande für das JBB. Es ist mir peinlich, dass sich dieses Video auf meinem Kanal befindet und dass da tatsächlich im Titel auch noch JBB draufsteht. Ich habe ja bei Vocals Video schon gekotzt, aber das ist wirklich die grauenvollste Scheiße, die mir jemals untergekommen ist. Ich verstehe gar nicht, wieso ich keinen Strike von YouTube dafür bekommen habe, mit der Begründung, dass ich ein Hurensohn bin, weil ich diesen Dreck veröffentlicht habe. Ich wusste nicht mal, was ich als Thumbnail nehmen soll. Ich hatte die Wahl zwischen Pisse, Scheiße und Kotze. So einen Abfall will ich hier nie wiedersehen. Der nächste, der bei mir mit so einem Gammelschrott-Video ankommt, wird disqualifiziert. Sowas lade ich hier ganz bestimmt nicht nochmal hoch. Jawohl, Boss Julian hat gesprochen, Kinder. Spannt die Lausche auf. So ein Dreck nicht auf meinem Kanal. Ja? Wie dem auch sei, Punkt für TJ. TJ ist in Sachen Flow eine Sache für sich. Ich weiß genau, was er bezwecken wollte. Er wollte flowmäßig unheimlich gut abflexen, weil Cassius Clay in Sachen Flow sehr stark ist. Aber dabei kommt ein sehr unstrukturierter Durcheinander-Song bei raus, den man sich nicht wirklich gut anhören kann. Ich musste mir das echt mehrmals geben, nebenbei den Text lesen und mich voll drauf konzentrieren. Ja, Mann, aber ich hoffe, er pickt Zeilen raus, Alter. Er hat es verdient, dass jetzt Zeilen gebührt, weil da waren richtig gute Dinge dabei. Dazu kommen seine ohnehin schon etwas komplizierten Texte. Das Ganze auf einem Beat, der überhaupt nicht für derartiges Geflexe geeignet ist mit... Krass, Alter, ohne Spaß. Ich glaube, so gleicher Meinung waren Julian und ich noch nie, oder? Er sagt ja gerade genau das Gleiche, was ich gesagt habe, Alter. ...komplizierten Texte. Das Ganze auf einem Beat, der überhaupt nicht für derartiges Geflexe geeignet ist, mit Flowfiller, nicht immer ganz deutlicher Aussprache und Rumgestyle. Insgesamt unsauber und on point ist auch was anderes. Es ist eine überladene Runde, bei der weniger wirklich mehr gewesen wäre. Er hätte in Sachen Flow überhaupt nicht versuchen sollen, mit Cassius Clay zu konkurrieren und stattdessen auf Punchlines setzen sollen. TJs Runde ist sehr anstrengend und kein wirklicher Hörgenuss. Cassius Clay float dagegen sehr angenehm, auch wenn es etwas monoton ist, aber man peilt direkt alles, was er uns erzählen will. Er kommt gut auf den Beat, hat gute Betonungen und das geht nach vorne. Wenn man es schafft, sich auf die Runde an sich einzulassen und dieses vergammelte Drecksvideo außen vor lässt, dann geht die Runde von Cassius Clay ziemlich gut ins Ohr. JBB Part 3 und der Hundesohn ist so, man fängt so, komm wieder mal her. Ich würde gerne deine Karriere zerstören, aber du hast zum Glück nicht so viel zu verlieren. Heute dich, dann sieht's wie eine horrorartige Filmszene aus. Alleine die Haut, deine Lippen reicht dafür die ganze Welt. Lederkart, das ist auch so eine Art hinter Punchline, Alter. Ich von meinem Image befreit und scheiß ab sofort auf die witzigen Lines. Bring Battle Rap back to the roots, trotzdem finden die Kiddies das geil. Dein Kopf scheint richtig leistungsschwach, er ist wie die Gitter eines Knasts. Und plus deine mickrige Nano-Gehirn, er sich das dann sicher einzelhaft. Flowpunkt für Cassius Clay, witzigerweise. Ja, Flowpunkt kann man, muss man wirklich an Cassius Clay geben, aber auch nur, weil TJ leider Gottes wirklich so dieses Zusammenspiel mit zu vielen Silben und diesen Beat hat leider überhaupt nicht funktioniert. So prinzipiell, finde ich auch, dass, naja, Cassius Clay ist auf jeden Fall der deutlich bessere Flower und auch der routiniertere Flower, ne? Obwohl routiniert weiß ich gar nicht, aber TJ hat auf jeden Fall auch die Gabe, naja, ich würde fast sagen, TJ hat den anspruchsvolleren Flow einfach so. Ob der da schlechter oder besser ist, sei mal so dahingestellt, wie eine Zimmerpflanze. Aber meiner Meinung nach ist er fast schon anspruchsvoller und ein Level up. Was aber den überragenden Flow von Cassius gar nicht irgendwie runterbuttern soll oder so. Er ist hier klar der bessere Flower, aber allein von dem technischen Aspekt gesehen und so, glaube ich, dass TJ den anspruchsvolleren Flow hat.
oder haben könnte. Noch besser formuliert. Sachen Flow am Ende aber nochmal kurz in den Arsch gefickt. Das ist so gut. Fällt dir nichts ein. Seit 10 Jahren Rap, aber was hast du denn auf die Beine gestellt? Deine nächste Note. Du bist gefickt, der Grund dafür ist Cash is Play. Wie kann man so wenig Geschmack musikalisch und raptechnisch haben? Lächerlich, warte, nimm deine leblosen Phrasen und geh dich begraben. Denn du bist Wayne, we Rooney. Schon wieder fliegst du aus dem Battle hier raus. Heftiger Sound, checkst du das? Ist wie deine Mama, da kenn ich mich aus. Aber das Flowmonster kommt natürlich ihm und seiner Runde zugute, weil's ja sein Gastpart ist, deswegen alles im grünen Bereich. Cash is Clay ist technisch eher schlecht bis Durchschnitt, obwohl ich eine Stelle gefeiert habe. Du Hurensohn wirst trocken in den Arsch gefickt, das Jochbein und die Nase bricht und als wäre es nicht genug, filmt deine Fotze die Blamage mit. Ist eine solide Punchline-Technik-Kombo. Die Freundin von TJ ist ja eine gewisse Franziska Frenzel, die DJs Videos produziert, also in meinem Schlafzimmerbettchen liegt Franziska Frenzel und danach wird sie in den Arsch gefickt. Yes, man. Ey, ich komm mit Pfadfindermenschen. Ey, ich lieg mit Pfadfindermenschen, Schlafzimmerbettchen, Franziska Frenzel. Ich will hier Reime auf Franziska Frenzel sehen, Freunde. Nacktbilder-Action. Also filmt sie tatsächlich alles, aber bei Punchlines sind wir ja noch nicht. Grundsätzlich reimt Cassius Clay sehr einfach, TJ bringt meistens bessere Reime. Zum Beispiel, hier verlieren deine Zuschauer den Lebensmut, denn du fliegst durch TJ sicher auf der Stelle wie ein Hubschrauber im Schwebeflug. Es wechseln sich bei TJ oft Reime, die in Ordnung sind, mit hingezweckten Reim ab, aber grundsätzlich ist TJ technisch trotzdem sehr viel besser als der technisch schwache Cassius Clay. TJs Runde... Da sind wir wieder bei der Technikdebatte, gell? Alter, irgendwann steh ich auf einem Rap-Festival, ein Podest ragt in die Höhe, auf dem ich draufstehe, die Menge schreit, was ist Technik, was ist Technik, was ist Technik, und dann erkläre ich ausführlich und mit ziffigem Unterton meine Definition von Technik und ich werde ein Held werden, ein Held! Der uns das Licht gebracht hat, das Licht der Technik, die Offenbarung. Jahrelang haben wir an etwas Falsches geglaubt. Nun kam der große Chaos Gigolos aus der Asche hervor und belohnte uns mit neuer Weisheit. Dieser Moment wird kommen, wie deine Mutter, wenn ich den Finger schön reingebuttert da unten hier. Da. Er leidet an seinem gehetzten Durcheinander auf. Und sie sind? Auch in Sachen Punchlines. Leider trifft so gut wie nichts und ich musste das meiste nachlesen. Meistens geht es darum, dass Cassius Clay dünn ist und eine Schlauchlippe hat, auf der man mit 8 Personen locker die 7 Weltmeere überquert. Ja, aber das ist ja auch eine gute Angriffsfläche. Also das ist natürlich die naheliegendste Angriffsfläche, aber ich finde, wie gesagt, dass er die richtig gut ausgeschlachtet hat. Also dass er keine 0815 Billo-Zeilen gekickt hat, so. Könnte, aber der Runde fehlt es an Delivery. Mag ja sein, dass da Punchlines sind, aber davon kommt nicht sonderlich viel bei seinem Gegner an. Er zerstört seine Runde praktisch mit unnötigem Brabbeltime. Folgende Lines waren okay. Mit deinem paar Lippen hast du maximal einen Auftritt als Hüpfburg zu bieten. Das ist ja wohl nicht okay, das ist ja wohl eine gute Zeile, Digga. Das ist ja wohl voll gut, Alter. Ich häute dich, dann sieht das wie eine horrorartige Filmszene aus. Alleine die Haut deiner Lippen reicht dafür eine ganze Wildlederkauf. Digga, das ist voll die gute Punchline, Alter. Er sagt doch nicht ganz okay. Dein Kopf scheint richtig leistungsschwach, er ist wie die Gitter eines Knasts und plus deine mickrige Nano-Gehirn nennt sich das dann sicher Einzelhaft. Cassius, du arroganter Spaß, bist nix als overhyped. Du kommst hier nur raus in der Waagerechten mit einem Totenschein. Ja, die ist geht so. Das hat ja überhaupt keinen Gegnerbezug. Du kommst hier nur raus in der Waagerechten mit einem Totenschein. Das ist so eine geht so Zeile, die man einfach mal so als Füllerli in seinen Text einbringt, damit man 2 weitere Zeilen hat. So, das ist meiner Meinung nach so eine Zeile, die geht so. Aber die dürft er gar nicht mit den anderen davor. Oder die Einzelhaft ist auch so, ja, ein bisschen arg weit hergeholt. Aber meiner Meinung nach dürft ihr diese mit dem Totenscheinzeile überhaupt nicht auf das gleiche Level mit den anderen stellen, weil die anderen meiner Meinung nach deutlich höher waren. Und hier ist die nächste Erleuchtung. JGG, gepriesen sind sie. Du siehst aus, als leide dein hungernder Kindskörper an Magersucht. Ja, das Dicker, komm jetzt! Och, yo, Tim, du bist der, der auf dem Splash ein Trinkröhrchen als Schlafsack nutzt. Dann gibt es... Ey, er sagt gar nichts zu, oder was? Dicker, das ist so gut. Auch noch der Reim Kindskörper an Magersucht, Trinkröhrchen als Schlafsack nutzt. Das ist komplett krass. Vor allem, weil es halt auch noch im Kontext gut steht, ne?
Kindskörper und Magersucht steht gut zusammen so. Jetzt nicht unbedingt so krass, aber Magersucht im Sinne von, du bist so dünn, ja, du bist so dünn, dass du ein Trinkröcheln als Schlafsack. Das ist meiner Meinung nach eine so fette Zeile. Und die so mit so einer Zeile, mit der waagerechten als Totenschein auf eine Ebene zu stellen, ist meiner Meinung nach komplett scheiße. Das war's zu einem Live-Auftritt von Cassius Clay. Mit 20 Leuten war die Show sicher riesig. Füße auf die Couch, Bier auf, Wohnzimmer-Feeling. Da kam er nur mit Mindestalter rein. Kein Kindergarten-Scheiß und konnte dann Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes Single-Party sein. Und ach so, jetzt verstehe ich auch die Single-Party. Einmal die Single im Sinne von Alone in the Own Zone und einmal die Single im Sinne von Rapapa, ich singe euch ein neues Lied. Noch eine Line über Dünne. Du hast einen Bohrer und bist flach wie Backpapier, du bohrst ne Wand an, rollst dich ein und nutzt das Loch als Nachtquartier. Es ist nicht schlimm, oberflächlich zu dissen, aber ich hab da keine Line so richtig abfeiern können. Egal, was er für Wortspiele bringt oder wie dünn Cassius Clay seiner Meinung nach ist. Die Runde will einfach nicht so richtig punchen und... Julian, da geht die Meinung auseinander, so wie die Beine deiner Mama. Ha! Und jetzt werden wieder denken, hey GG, das hat doch Gio gerappt. Ne? Das ist auch so, es ist so schlimm manchmal, das Dilemma eines Rappers und Lyrikers, Alter. Ich hab in meiner Runde gegen Benson, sollte die Hook eigentlich original so gehen, ne? Damals im JBB. Du denkst, du battlest mich? Da geht die Meinung auseinander. So wie die Beine deiner Mama. Das war eigentlich meine Hook, ne? Und ich dachte mir so, nee, irgendwie passt die Hook jetzt von der Melodie doch nicht so drauf. Hebst du dir die Zeile mal auf, so dieses, da geht die Meinung auseinander, wie die Beine deiner Mama. Ne? Und was sehe ich im JBB 2000, wann war das? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Gio gegen Ente sagt Gio gegen Ente, da geht die Meinung auseinander. Noch weiter auseinander als die Beine deiner Mama. Und da denke ich so, ja, das ist halt wirklich so, das ist ein Dilemma. Da fühlst du, das ist jedes Mal so ein Stich ins Herz, wobei die Zeile jetzt wirklich Gott sei Dank nicht so krass ist, ne? Aber wenn du einen richtig geilen Vergleich hast, ein richtig geiles Wortspiel, ne, und du kickst die dann, dann kommt irgendjemand, ey, die hat die schon jemand gekickt, da schon jemand, auch gestern bei meinem Intro hier, ne? Alter, das ist so eine überragende Zeile und ich feiere die so ab. Das ist wirklich so, da werden die härtesten Rapper dünnhäutig, wenn jemand kommt und zu ihnen sagt, ey, du beitest Zeilen, ne? Neben mir klingt jeder andere Rapper Oberscheiße. Nee, ich kann nicht töpfern, weil ich mich zu oft im Ton vergreife. Das ist meine Zeile, Digga, auf die ich gekommen bin. Und die natürlich kommen auch andere Leute da drauf. Die ist jetzt nicht so krass weit hergeholt. Aber ich für den Moment, oder in dem Moment, als ich drauf gekommen bin, dachte mir so, wow, Digga, ja, Mann, wie geil, Alter. Hau ich es gestern ins Intro rein. Ey, Chiki, die Tonvergreifenzeile ist ja mal voll von einem Dildly-Battle gebeitet. Da denke ich mir, ja, komm, Alter, schieb dir die Gock in der Hals. Bis es als Gockesalat wieder rauskommt aus deinem Rektum, du Bastard. Laber mich nicht voll, ich will Zeilen beiten, du Depp. Und bei mir wollte auch nichts zurecht hängen bleiben. Ich weiß die Lines, die ich rausgesucht habe, nur weil ich sie mir aus dem Text gefriemelt habe. Da war nichts Prägnantes bei, was ich mir von alleine merken konnte. Sowas, aber wirklich, da kommt man sich wirklich von alleine kaum was merken. TJ ist einfach zu nett und harmlos. Cassius Clay hat... Boah, Leute, ich kann dieses Gammelfotzen-Video echt nicht mehr ertragen. Ich schneide das von Cassius Clays Quali rein. Cassius Clay hat hier in Sachen Punchlines sehr viel mehr hingelegt. Er hat Substanzlines, oberflächliche Lines, Entertainment und miese Zerfickung von allem, was dabei und eine richtig gute Delivery. Die Sachen, die er bringt, kommen auch bei seinem Gegner an. Du hast ja mit Style echt in Reimketten Aufsehen erregt, doch auch 400 Mal das Gleiche zu reimen ist technisch nicht krass, wenn die Aussage fehlt. Style echten auf Reimketten ist zwar der Ultra-Zweckreim des Jahrtausends, aber ja. Ansonsten geht die Line in Ordnung. Jetzt kommt eine Line, die ich sehr gefeiert habe. Wenn du wissen willst, was Zweckreime sind, kauf dir mal Tutorial und geh weiter ab. Aber das kommt im Song sehr Real Talk-mäßig rüber, was er über TJs Schwester sagt. Battle mich nicht, als du mir besoffen das Ohr ab. Ja, aber Moment mal, die Zeile will er jetzt ernsthaft rausheben, dass die krass ist oder was? Ich meine, ich finde das jetzt auch nicht so eine krasse Angriffsfläche zu sagen, oder ich finde jetzt bei TJ ist keine Angriffsfläche, dass irgendwie seinen Zeilen die Aussage fehlt, finde ich jetzt gar nicht so. Also das wäre für mich eine Zeile, die würde ich zwar wahrnehmen und sagen, ja, okay, die kitzelt vielleicht TJ so ein bisschen unter am Zipfel. Ihr wisst, was der Zipfel ist, wir alle haben ihn. Aber ficken tut ihr den nicht, Alter. Geht die Line in Ordnung. Jetzt kommt eine Line, die ich sehr gefeiert habe. Das kommt im Song sehr Real Talk-mäßig rüber, was er über TJs Schwester sagt. Battle mich nicht. Als du mir besoffen das Ohr abgekaut hast, hat Plex auf dem Splash deine Schwester gefickt. Alleine nur durch die Zusatzinfo auf dem Splash, dass TJ ihn dort angeblich vollgelabert hat und dass er nicht von sich selber behauptet, er hätte sie gefickt, sondern Perplex, macht das Ganze irgendwie glaubhaft.
Das stimmt, ja. Und das ist kein Scherz. Nein, ich mein Scherz. Auch wenn ich das nicht sagen wollte, aber wir sind bald eine Familie. Er meint, wenn sie schwanger ist, werde ich Patenonkel. Dann noch ein kleiner Front gegen TJs Texte mit einem einfachen Wortspiel. Ich bring meinen Part und es scheint, dass dich der Mut verlässt. Deine Punches sind älter als du, Mann, weil TJ ein Biter ist wie Suarez. Suarez ist ein Fußballspieler, der dafür bekannt ist, dass er gerne mal andere Spieler beißt, also eingedeutscht bitet. Biten steht ja im Rap für etwas kopieren bzw. nachmachen. Auch die Hook ist schön gegen TJ gerichtet. Am Anfang hat er erstmal ein... Ey, ich ficke Weiber im Kuhdorf, die Stalky-Style mögen, so wie Biter von Snoop Dogg. Einen kleinen zufälligen Lucky Punch. Er sagt nämlich, TJ zeigt sein Pokerface, doch dieses Jahr bin ich am Zug. Und TJs Video findet ausgerechnet bei einer Pokerrunde statt. Außerdem, ja, okay, das ist halt echt Glück. Sagt er, dass TJ seine Erfahrung nichts bringt und dass er ein Battle-Veteran ist. Sowieso nicht. Die Leute haben keinen Bock auf ihn und er soll Platz machen für die neue Generation, mit der Cassius Clay natürlich sich selbst meint. Doch dieses Jahr bin ich am Zug und brauch um dich zu schlagen, keine blinke Platten. Rapper, dann gut dabei, ich fick mich mit Cassius, ich warne dich. Da hilft auch dein Status als VBT-Veteran und deine ganze Erfahrung nicht. Rapper, wenn er feiert, was du machst, die sagen: DJ, bitte geh, haben Scheiße langsam satt. Und ich bin die neue Nummer 1 gegen Cassius, da gehen jetzt sämtliche Gegner K.O. Mach den Thron frei. Für die neue Generation. Dann kommt der zweite Part, in dem finde ich fast jede... Wer ist eigentlich diese geile rothaarige Milf da, hm? Sie schreibt zwar gute Mathe-Noten, doch ich respektiere Weiber nur, wenn die Haare rot sind. 30 Grad liegt auf dem Ikea-Klappsofa, schwitz wie ein triefender Cheese oder Hamburger. Bitte bring mir Vitamals, Baby, mein Hals schmeckt so bitter vom Viagra-Schellin. Vor der Klotze mache ich Drive-Bys bei GTA. Sie denkt, ihr Mann denkt, sie verbringt die Freizeit bei EDK. Beißt ins Ohr und, nee, haucht mir ins Ohr und beißt mir am Ohrläppchen. Fickfinger, Einsatz statt Schmeicheln, der Wortwechsel. Nutte, ich zerkleiner meine Grasknospe. Bitte weniger reden, Maus, zeig mir deine Arschfotze. Kanalarbeit, Fresskick und Eistee, doch muss gleich gehen. Nach Sex krieg ich Heimweh. Jedelein gut bis sehr gut. Ich zerstör MCs, erhöhe im JBB Baby die Sterberate, denn dein Rap ist peinlicher als Case auf dritte Fernsehgarten. Alter, ich hab keinen Respekt, doch ich hoffe, das stört. Hört ihr das manchmal? Digga, mir juckt der Gaumen, Alter, diese Drecksallergie. Ich weiter, auch wenn ich das, als ich dich gerade Alter genannt habe, wörtlich gemeint habe. Das ist die beste Zeile meiner Meinung nach, so vom technischen und von der direkten Punchline. Das Real Talk-mäßige, was Julian auch gerade gesagt hat, mit dem Blacks hat er auf der Couch gefickt und so, finde ich auch gut. Aber das ist so das, worauf ich am meisten stehe, sag ich ganz ehrlich. Besuchen in deinen Ü30 noch so, du dann abkreist auf Speed, yeah. Und dich zum Affen machst, denn du bist alt, aber leider nicht alternativ. Die war auch gut. Triff live den Zeig nicht auf Beats, wo ist die Fege fehl? Denn wenn du mal gebucht hast, dann als Redner auf dem CSD. Ah, Christopher Street Day, vielen Dank, nicht Counter-Strike Domain. Geh mir aus dem Weg, TJ, ich mach das Flaggschiff des Seelen. Dann zum Ruderboot, denn ich bin mein Double-Tapper, sei besser als dein Lappen Halftime-Rap, du Hurensohn. In den Arsch gefickt, das Jochbein und die Nase bricht. Und als wär's nicht genug, finden deine Fotze die Blamage mit. Dann gibt es sogar noch einen dritten Part, obwohl die ersten... Ja, schneidet echt die ganze Zeit ins alte Video rein. Bis genug find, deine Fotze, die Blamage mit. Dann gibt es sogar noch einen dritten Part, obwohl die ersten beiden schon locker ausgereicht hätten. Da gibt es noch folgende Highlights. JBB Part 3 und der Hundesohn ist, um an Fame zu kommen, wieder mal hier. Ich würde gern deine Karriere zerstören, aber du hast zum Glück nicht so viel zu verlieren. Meine Mucke ist harte Punch, ist kombiniert mit unerreichtem Flow. Dein ist 15 Jahre Rap und trotzdem juckt es keinen. Oh. Weil du seit dem VBT 2010 leider immer dasselbe machst, du willst. Ich hab mich in einem Jahrzehntfach gesteigert und hätte dich letztes schon gefisst. Aber gefickt auf Bitch zu reimen ist natürlich vom Reim her gesehen, vom stilistischen Sinn jetzt echt scheiße, ne? Aber die Aussage da drin ist natürlich real und gut. Festivals, mein HDF. Rasiert, du bleibst ein Online-Rapper. Ich mach diesen Scheiß nur nebenbei, TJ, und trotzdem besser. Und dieser TJ macht jetzt Business und wird manchmal auch für Shows gebucht. Aber wenn du das Ding hier als Sieger verlässt, ist mir Julian nicht homophob genug. Auch wenn ich tatsächlich nicht homophob bin, ist der Sieger trotzdem ganz klar Cassius Clay. Er ist hier einfach der Bessere gewesen. Macht 2 Punkte bei Punchlines für Cassius Clay und einen für TJ. Extra Punkt. TJs Runde hat mich nicht wirklich überzeugt, was in erster Linie daran liegt, dass sie nicht richtig punchen will und mir alles zu konfus geflowt ist. Außerdem streicheln seine Punches mehr, als dass irgendwas trifft oder wehtut.
Ja, natürlich, wenn du es aus der persönlichen Sicht triffst, aber also, ja, haben wir einfach eine andere Wahrnehmung. Ist einfach so. Precious Clays Runde ist bis auf das Video absolut gut. Wenn man es schafft, alles außer den Song an sich auszublenden, dann gehört das hier aus reiner Battle-Sicht zum Besten, was wir bis jetzt vorgesetzt bekommen haben. Am Ende gibt's auch noch den Gary Washington, da darf man dann für einen kurzen Moment auch wieder die Augen öffnen, ohne an Augenkrebs zu sterben. Precious Clay ist hier der bessere Mann gewesen, aber für so ein Schrottvideo kriegt der Wichser von mir garantiert keinen Extrapunkt. Ich enthalte mich. Warum hatet er denn jetzt direkt wieder so? User Voting. Sei doch einmal lieb in deinem ganzen Leben, du Bastard. Ganz klar für Cassius Clay, aber diesmal tatsächlich nicht wegen ungerechtfertigtem Hype, sondern weil Cassius Clay einfach krass gut gebattelt hat. Da brauchen wir uns ausnahmsweise mal nicht drüber streiten. Da haben die ganzen scheiß Minecraft-Let's Player unter euch auch mal was richtig gemacht. Macht ein 4:3 für Cassius Clay trotz Ultra-Gammel-Video. Morgen gibt es die Rückrunde von dem äußerst kontrovers... Smiles. Taylen. Ja, für die, die vorher immer noch nicht in die Kommentare geschrieben haben, sagt mir hier mal, ob ich das machen soll oder ob ich es einfach überspringen soll, Freunde, wirklich. Weil wenn es so scheiße ist, dass es 2 Aufrufe kriegt, Alter, dann setze ich mich hier nicht eine Stunde hin und guck mir den Rotz an, Alter. Real motherfucking talk up in the house. Ja, Freunde, geil, hat mich mega unterhalten heute, hat mega Spaß gemacht, ohne Spaß. Alles zu Cassius und TJ wurde eigentlich gesagt, Cassius, die beste Runde, die ich von ihm bis jetzt gesehen habe, gekickt. TJ, unfassbar gute Reime und unfassbar gute Zeilen meiner Meinung nach. Leider hat sein Flow und das alles nicht mit dem von ihm ausgewählten Beat harmoniert. Leider Gottes. In diesem Sinne, Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Kamera hier gleich abschmiert. Und ich will doch noch eine schöne, noch schön auf Wiedersehen sagen. Ade, hat meine Oma immer früher gesagt. Ade, Ade, hat mir immer gewunken. Oh, gleich wird's emotional. Egal, Freunde, schön, dass ihr mit am Start wart. Mir hat's riesen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Merch habe ich keins an, was ich in die Kamera halten kann, könnt ihr trotzdem auschecken. rap-tutorial.de an die Leute, die wirklich mal ein bisschen was aus ihrem, naja, ich will nicht sagen aus ihrem Leben machen wollen. Da klinge ich ja wie der Jotta live, Alter. Da klinge ich ja wie der Mr. Jotta hier. Das, was ich machen kann, ist dir helfen, dass du 20, 30, vielleicht sogar 40.000 Euro pro Monat machst. Kontinuierlich. Die neuen Leute, abonniert diesen Channel hier. Hier kommt die Siffigkeit am laufenden Band. Das verspreche ich euch. JBB läuft weiter. Yes, yo, aktiviert die Glocke hier quasi Modus. Was muss ich noch so sagen? JG Golos, yo, muchos lobos, adios, imios. Ja, macht's einfach gut, Freunde. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss. Sehr gut gemacht.